Ja, schlussendlich, glaube ich, kommt jede Organisation mal irgendwann wieder mal zu einem Zeitpunkt, wo das nötig ist. Und wir haben schlussendlich, als wir vor 2 Jahren da zum HC Davos dürfen kommen, ist für uns klar gewesen, dass wir die Spieler wieder holen wollen, die ich kenne, die mit mir in der Junioren-Nazi waren, wo ich schon dort eine gute Zusammenarbeit hatte. Ich sehe eigentlich nur Chancen. Weil schlussendlich wäre es anders, wenn ich die Spieler nicht kennen würde. Oder? Ich meine, zum Beispiel, wenn ein ausländischer Trainer da wäre und jetzt sagt, ja, jetzt hast du 11 neue Spieler, das wäre eine ganz andere Geschichte. Aber die Spieler, wie gesagt, habe ich die Junior-Nationalmannschaft und ich kenne die nicht nur als Spieler, wie die funktionieren auf dem Eis, sondern ich kenne die vor allem eben auch charakterlich und menschlich. Und darum weiss ich, dass die perfekt hier auf Davos passen und auch noch viel wichtiger, perfekt in die Mannschaft hineinpassen. Und eben die Ergänzung jetzt mit den Spielern, den Kern, den wir haben, mit den Spielern, die schon länger jetzt hier in Davos sind, mit den neuen, das passt perfekt. Das hat sich schon jetzt gezeigt in den Wochen, die wir im Sommertraining hatten. Also zum Beispiel unser Captain ist im Schwärmen, der ist happy mit jedem einzelnen neuen Spieler und das ist doch schon mal sehr positiv. HCD hat für 20 Jahre riesen Erfolg gehabt und jetzt ist Zeit für einen neuen Cycle zum Starten. I want to bring in a lot of attitude, like want to win. That's the most fun you can do to win with a team. I have been in Mora in Sweden. We went up from the second league to the first league, and that feeling with the team, it's a great feeling, and that's what we want to bring here. We want to be the top club here, and we need to change it now. We are in the direction. Where are we going? Are we going to stay, or are we going to take that? We need to take a step forward now, and I think all the players that get in here really want to win, and that's what it's all about, to play hockey. It's about winning. I was thinking a lot when I get home from Detroit, what I should do and where I want to play. And I was just taking a couple of weeks off and just want to be with my family and everything like that. And I told my agent that we see what we would do, and then Davos called me, and it was pretty easy to go here and play, because I always said that I want to play in the biggest leagues in the world, and the Swiss League is one of the biggest, and I'm really looking forward to be here and play here, and it's a great city, and you can't live better. It's like in the mountains, you have everything here, and I'm really looking forward to play here. Allgemein weiß man auch von Bromé, er ist ein sehr schneller Flügel. Er ist ein mühsamer, hardnäckiger Flügel, wo eklig ist für die gegnerischen Verteidiger. Er ist auch einer, wo aggressiv kann spielen, wo unter die Haut geht für die gegnerische Mannschaft. Also einer, der perfekt in unser Profil passt. Einer, wo jetzt erst 26 ist, der kommt jetzt in die Schweiz und will sich beweisen in einer anderen europäischen Liga. Jetzt von Schweden weg, ist schon in der NHL gewesen, dort will er wieder zurück. Und wenn er es nicht schaffen würde, dann will er einfach sehr, sehr erfolgreich jetzt in unserer Schweizer Liga spielen. Und darum sind wir überzeugt, dass das eine perfekte Ergänzung ist für unsere Mannschaft. Ja, ich habe es mir schon lange überlegt, mal zum noch etwas anderes zu sehen. Ich meine, ich bin bei Zürich gross geworden. Dort Junioren durchlaufen, über Nazi B, Nazi A kommen und eigentlich schon immer gewusst, dass ich auch mal noch etwas anderes sehe, um mich auch noch so weiterzuentwickeln. Ja, der nächste Schritt, eben wie gesagt, weiterentwickeln. Ich glaube, ich kann jetzt am Schluss bei Zürich auch eine größere Rolle einnehmen, sicher das da weiterziehen und noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, der Grönburg war dann doch auch auf der Bank sehr ein ruhiger Typ gewesen. Und dann halt eher in der Garderobe mal ab und zu. Und der Volvo ist, glaube ich, auch auf der Bank einer, der gerne redet und auch den Spieler direkt sagt, was er denkt.
Das finde ich sicher gut. Der Rafa hat in Zürich den Durchbruch können schaffen, dass er zum Stammspieler geworden ist. Er hat letztes Jahr hat er in der Linie mit dem Rowe und mit dem André Ghetto fast die ganze Saison gespielt und auch im Powerplay. Schlussendlich gibt es für ihn jetzt den nächsten Step zu machen, nämlich eine Linie anzuführen. Nicht mehr einfach ein guter Ergänzungsspieler sein. Das war er in Zürich, ein sehr guter Ergänzungsspieler. Eben, wie gesagt, auch ein Stammspieler. Aber jetzt, Stammspieler, das darf gar kein Thema mehr sein. Jetzt muss jetzt das Thema ist, Verantwortung übernehmen. Leadership übernehmen und eben so eine Linie anführen als Center. Und diese Möglichkeit wird er bei uns überkommen. Und ich bin überzeugt, dass er sie auch nutzen wird. Alles, was ich durchgemacht habe, als ich ab dem Riff kam, mit der Pubertät und die Schule und so irgendwie die Kollegen, Freunde fürs Leben gemacht. Und das verbindet halt mit dem ganzen Dorf und mit dem Club. Und es arbeiten immer noch so viele Leute im Club, die seit Anfang an da waren, die dir auch viel geholfen haben. Immer wieder Rat gegeben haben oder euch hinter dir gestanden sind in schwierigen Zeiten und dich immer gepusht haben. Und ja, ich glaube, aus dem Grund. Für die, die schon länger da sind, dass neue Leute reinkommen und zum Beispiel ihren Platz wollen und mehr Eiszeit haben, dass es dadurch einen Konkurrenzkampf gibt und sonst einfach wieder neue Charaktere in der Mannschaft, wo ich das Gefühl habe, momentan sehr gut ist. Und, das Mannschaftsleben viel schöner gestalten kann. Und jetzt einfach intern macht es viel mehr Spass, jeden Tag zu kommen, jeden Tag zu arbeiten und miteinander besser zu werden. Absolut. Ich meine, eben, du kannst noch so gute Spieler haben, noch so gutes System haben. Wenn der Goalie nicht verhebt, dann kannst du gar nicht, gewinnen. Und schlussendlich ist es Fakt, dass unsere zwei Goalie letzte Saison uns nicht den nötigen Rückhalt haben können geben und auch das Überstrahlen haben können gegenüber der Mannschaft. Das haben sie nicht können machen. Der Ashley Mann noch mehr als der Robbie Meyer. Da mache ich kein drüber, das weiß man auch. Und Schilo ist jetzt da, um eben uns den Rückhalt zu geben. Ich glaube, jetzt haben wir mit dem Schilo und mit dem Eschli wieder ein Goalie-Duo, wo uns den nötigen Rückhalt geben kann, dass wir kein Spiel gewinnen können. Der HCD hat eine starke Kultur, eine starke History. Die Gruppe ist eine sehr gute Gruppe, sehr jung, sehr dynamisch. Und hoffentlich in den nächsten paar Wochen diese Gruppe wird bekommen eine gute Mannschaft. Oh. Hey, sorry guys. Easy, genau, sorry. Ja. Okay. Yeah.